Wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge hier auf der Schönebeck LS15 in meinem Spontanprojekt. Ja, ich nehme jetzt gleich noch eine Folge auf, weil es mir hier gerade echt Laune macht mit dem Häckseln. Und ja, wenn dann mal gar keine Kollisionen mehr da sind nach dem Vorgewende, dann können wir hier auch mit Curseplay fahren lassen. So lange mache ich das jetzt noch schnell selber, dürfte ich nach der Runde dann ganz gut klappen eigentlich, dass wir hier keine eigene Arbeit mehr reinstecken müssen. Ja, ansonsten weiß ich natürlich jetzt nicht, was ihr so geantwortet habt auf die ganze Geschichte hier, auf das Thema mit großen Maschinen, alte Map, beziehungsweise nicht alt, aber auf alt gemachte Map mit sehr großen Maschinen. Ja, Fuhrpark werde ich euch dann irgendwann noch zeigen. Ich habe hier noch nicht wirklich viel gespielt, muss ich auch sagen. Ich habe nur mal so ein paar Fahrzeuge hier, man sieht es ja schon in der Liste links, ein paar Fahrzeuge habe ich mal zusammengestellt und ja, hier mit rein. Und ja, schon mal auf den Hof gebracht. Also im Endeffekt so die notwendigsten Sachen, was ich hier auch, denke ich mal, ab und zu machen werde, ist die Geschichte mit irgendwelchen Mods eben testen. Heißt, dass ich mir meinen Spielstand auf der Bindelbach nicht zerschieße, werde ich hier einfach so das ein oder andere Maschinchen mal ausprobieren und dann dementsprechend eben, ja, davon vielleicht auch ein Video machen. Und ja, das wird dann eben so random alle Zeiten mal kommen. Und ja, könnt ihr euch dann in dem Fall eben anschauen. Was jetzt aktuell mich gerade ein bisschen nervt, dass der andere Helfer eben schon seit längerer Zeit da steht und nichts mehr tut. Denn ja, der wird gerade nicht abgetankt. Da fehlt derjenige welche, der abtanken soll. Der hängt irgendwo, beziehungsweise der ja, erkennt den Drescher nicht, weil er wohl zu weit weg ist oder beziehungsweise eben nicht auf dem Feld mitsteht. Das werden wir jetzt mal schnell nachschauen, dass sich auch da wieder was rührt. Genau, hier ist der Lexion, hier ist der, und eigentlich sollte der hier schon längst beim Abtanken sein. Deswegen machen wir hier jetzt mal manuell. Genau, dann geht das. Und bei dir gibt es auch hier manuell und den Lexion, passt. Genau, so. Dann tanken die nämlich ab, dann kann ich mich da hier beruhigt wieder um meine Maisernte kümmern. Ich hoffe mal, dass der andere Abfahrer dann auch irgendwann kommt hier und das Ganze eben übernimmt, solange ich den hier dann in die BGA schicke. Also cool sieht er schon aus, der John Deere, muss ich echt sagen. Ich finde den richtig klasse. Für das, dass es eine Beta ist, vom Modell her einfach richtig, richtig gut. Und ja, mit den Gimmicks, wenn das jetzt noch alles so weiter umgesetzt wird, was da noch, ja, oder was da möglich wäre. Und vor allem, wenn der noch ein bisschen breiteres Maisgebiss kriegt, dann ist es eigentlich perfekt. Ich glaube, da fehlt aber eh noch ein bisschen was am Einzug. Bei dem Maisgebiss. Ja, aktuell zieht er ja eigentlich nur die Maispflanze in die Mitte, aber dann nicht mehr weiter. Also da, wenn da noch eine Animation dazu kommt, dann ist das richtig cool. Also grundsätzlich gefällt er mir richtig gut, vor allem auch die Schläuche für diese Druckgeschichte, die funktionieren auch. Also ja, echt cool gemacht. Und ja, wir schauen jetzt mal, ob der Curseplay-Fahrer
das hinkriegt. Jetzt startet auch der andere, sobald ich den Curseplay-Fahrer hier wieder aktiviere. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ob das Richtige passiert. Oder auch eben nicht. Ich hoffe mal ersteres, dass der das jetzt ordentlich macht. Aber der Winkel, wo er gerade auf den Punkt zufährt, ist nicht optimal. Deswegen gehe ich fast davon aus, dass er mir irgendwo hängen bleibt. Schauen wir mal, ob das so ist oder ob es nicht so ist. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Hüpf mal in die BGA, denn ich wollte hier eigentlich dran. Ach Mist. So, Fehler macht er immer noch keine. Das ist sehr schön. Hüps, hüps, das, jo. Einmal J, einmal hoch. Und dann schauen wir uns das Ganze aus der Vogelperspektive an. Also anscheinend hat er es hingekriegt. Hier. Knallt bloß ganz schön hier unten rum. Jetzt hoffe ich, dass er da nicht am Zaun hängen bleibt. Ja, schaut ganz gut aus. So, dann gehen wir mal in die eventuelle, achso, ne, Altar. Und 9 und dann. So auch. Nee. Ist doof. So, schauen wir mal. Ich hoffe, dass der jetzt hier auch abkippen kann. Das wäre natürlich noch toller. Oh, Allrad muss ich neu einschalten. Ja. Funktioniert. Auch wenn er. Achso, der macht ja jetzt wieder hier so, dass es gleich verteilt ist irgendwie. Wenn ich mich da richtig erinnere. Alter, das kann man mal ausmachen. Den wieder ausmachen. Nein. Nein. So, jetzt. 21% sind da schon drin. Jetzt weiß ich nur nicht, warum der hier nur so stückchenweise abkippt. Das ist sehr, sehr blöd. Ist halt so halb manuell. Irgendein Problem hat er immer mit den Fahrsilos. Warum auch immer das aktuell so ein Problem ist. So, was wir auf jeden Fall hier machen müssen, ist Allrad aktivieren. So, und dann. Nein, das war. Oh mein Gott. Geht ja schon mal gut los. Hier. Jetzt hoffe ich, dass der irgendwie da wieder rauskommt. Ja. Der kommt da wieder raus. Okay. Dann hoffe ich mal, dass nach den Vorgewänden hier genügend Luft ist, dass da nichts mehr passiert. Beziehungsweise ich werde die dann rauf runter fahren lassen. Dann sollte das Thema eigentlich auch vom Tisch sein. So, ja, dreh noch mal rum, dass du hier sauber hinkommst. Ja, genau. Also im Endeffekt eigentlich genau so den Curseplay-Fahrer eingestellt, wie man es eben nicht machen sollte. Beziehungsweise den Helfer hier mit Kreisfahrt bringt das leider in dem Fall nicht allzu viel. Aber Gott sei Dank ist das Wasser nicht so tief, dass er da absaufen könnte. Also texturtechnisch schaut das Ding schon auch geil aus. Muss ich jetzt mal so sagen. Einfach mal so hier. Der Textur ist cool geworden. Hier sogar die Zahnräder, wo die Rohrstellung machen, hat er sogar gemoddet. Beziehungsweise texturiert. Und ja, auch da mit den Fußabdrücken und. Also Hut ab. Cool geworden, die ganze Geschichte. Und auch mal so ein Schneidwerk, was wirklich bodennah läuft und nicht
5 Kilometer in der Höhe schwebt. Beleuchtungstextur ist ganz cool geworden. Ja, Beleuchtung ist definitiv auch cool. Einziges, was jetzt gerade ist, dass mein Shader Catch da gerade nicht mitspielt. Mit dieser Beleuchtung und sogar Pipe-Beleuchtung. Also, da kann man definitiv sagen, das ist ordentlich gemacht, die ganze Geschichte hier. So, jetzt steht der mehr oder weniger. So, fahren wir hier. Cool, man kann sogar die Spiegel einklappen. Das ist natürlich schon cool. Wenn er in der Halle steht, schön hier eingeklappt und dann passt das. Läuft das. So. Ja, jetzt schmeißt er schon in den anderen rein. Ist natürlich schön hier, oder auch nicht. So. Gut. Dann darfst du jetzt mal umschalten, genau. Und das Fenster können wir mal wegtun. Hier machen wir auf und Abfahrt. Und dann gib ihm. Hoffe ich, dass das jetzt soweit funktioniert, ohne dass da irgendeine Kollision im Weg ist. Aber ist definitiv eine coole Geschichte. Also, doch, haben sie gut gemacht, die Jungs. Kann man mal so sagen. Auch hier schön von den Texturen her wirklich hochauflösend. Und wenn man dann die Größe vom Pack nimmt, ist das alles im Maße. Das Pack hat irgendwie so, ich glaube, 80 MB. Also ist definitiv nicht klein für eine Maschine. Aber es sind halt doch 3 Gebisse dabei. Der direkt Grasaufsatz bzw. Grünhäckselaufsatz, dann der Strohpickup und eben das Maisgebiss plus nochmal ja, so ein Heckanbau. Also das ist ja für die Menge an Teile und für die Qualität der Teile kann man das auf jeden Fall mal so ja durchwinken und positiv bewerten. Das hat schon was. Ja, ist auf jeden Fall doch eine coole Geschichte. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, schauen wir mal, was meine Helfer helfen. Was die jetzt treiben hier. Beim Wenden, wenn er denn wendet. Okay, doch. Jetzt fährt er raus. Sagt ihm, geh in die Warteposition. Ich drehe mal um. Und sobald er dann gedreht hat, sagt er dann wieder, jetzt komm ran, wir machen weiter. Genau, und jetzt ist der Fall eben, dass er sagt, komm mal ran hier, wir haben zu arbeiten. Und wehe, du erwischst jetzt genau diesen einen Baum. Passt, sollte funktionieren. Genau, läuft doch. Geht doch mal. Wenn er jetzt noch sauber ablädt in der BGA, dann bin ich auch schon fast glücklich. Ansonsten müssen wir halt Silo schieben. Können wir genauso machen. Macht mir eigentlich jetzt weniger aus. So, und da, dafür hat der andere sich jetzt festgefahren. Das ist natürlich sehr schön. So, noch ein Foto zum fast Abschluss dieser Folge. Ich befreie jetzt mal schnell noch den Magnum. So. Einmal hier eine enge Kurve. Cursplay einschalten und dann sollte der jetzt auch hier wieder hinterher tingeln.
denn der ist auf 84%. Ja, dürfte nach der Runde hier oder nach der Bahn dann eigentlich voll sein. Hoffe ich zumindest mal. Jo, aber in diesem Sinne sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.